Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Wichtig ist mir, wenn Sie trockene Hände haben, dann schauen Sie, dass Sie nur noch im nötigen Maße waschen und desinfizieren. Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit kein Desinfektionsspray und keine Desinfektionslösung, keine Handschuhe. Lassen Sie die den medizinischen Fachberufen. Schmieren Sie sich Ihre Hände ganz viel ein und bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Dr. Christoph Liebig, ich bin ärztlicher Leiter und Inhaber von der Praxis Dermazent Dr. Liebig und Kollegen, bin Hautarzt und bin dort seit 2003 in München niedergelassen. Die Haut kann sich da eigentlich nicht so dran gewöhnen, ständig gewaschen zu werden. Es ist natürlich logisch, wenn wir uns draußen bewegen, dass wir das auch tun müssen. Da reicht das Händewaschen auch aus, diese 20 Sekunden richtig einseifen, richtig shampoonieren, danach richtig abwaschen und auch abtrocknen, also nicht trocken föhnen, sondern in einem Einmalhandtuch am besten abtrocknen, damit der gelöste Schmutz sich dann wieder absetzt. Aber all das entfettet natürlich die Haut. Das heißt, der Haut wird der natürliche Fettspiegel genommen, der auf der Haut drauf liegt, der sie schützt, dass sie eben nicht austrocknet. Auch das Mikrobiom der Haut wird verändert. Das heißt, die Hautflora, die ja auch zum Schutz auf der Haut sitzt, regeneriert sich zwar, aber natürlich nicht mehr so schnell, wie wir da ständig nachwaschen. Und das führt halt zu trockenen Händen und zu den Ekzemen. Manche Leute, die schon von immer eine trockene Haut haben, die trifft es natürlich stärker als diejenigen, die sie nicht haben. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, die Händewaschroutine wirklich, wenn sie nach Hause kommen, dann durchführen. Und dann aber im Haushalt, wenn Sie in einer gesunden, in Anführungsstrichen geschützten Umgebung sind, nicht mehr die Hände andauernd zu waschen. Vielleicht dann da zum Schutz einfach irgendwelche Handwaschöle zu verwenden, anstatt Seife. Dann ganz, ganz wichtig, was ein guter Tipp ist, permanent die Hände wirklich mehrfach, wenn Sie zu Hause sind, einschmieren. Vielleicht Baumwollhandschuhe drüber ziehen, damit die Handcreme gut einwirken kann. Auch das zur Nacht mal ganz dick mit der Handcreme machen. Und wichtig ist auch, wenn Sie kochen, irgendwelche säurehaltigen Gemüse oder Obst schneiden, einfach Baumwollhandschuhe unter die Gummihandschuhe anziehen, dass da nicht eine zusätzliche Irritation kommt, auch natürlich später beim Abspülen. Also das sind so ganz wichtige Faktoren. Ein großes Problem, was mir jetzt neuerdings auffällt, was so ein Trend zu sein scheint, ist, dass die Leute mehr und mehr auch Handschuhe tragen, was sehr, sehr bedenklich ist in mehrerlei Hinsicht. Zum einen ist eine Infektion mit dem Coronavirus nicht über die Haut möglich, also an den Händen. Das heißt, wir brauchen keine Handschuhe, sondern wir müssen uns einfach die Hände waschen. Wenn Sie natürlich dann die Handschuhe mitwaschen, okay, aber die Handschuhe sind ein Schutz vor Schmutz und für uns Ärzte vor Blut und Körpersekreten, aber nicht für den normalen Otto-Normalverbraucher. Der muss sich die Hände waschen. In der Tat weiß man auch, wenn man Handschuhe trägt, fühlt man sich quasi sicher und fasst sich dann mit diesen dreckigen Handschuhen, wo sie vielleicht irgendwas Virenmaterial haben, häufiger ins Gesicht. Und das Schlimme für die Haut ist auch, wenn Sie so einen Handschuh den ganzen Tag tragen, wird Ihre Haut auch ganz, ganz schlecht. Sie quillt auf, sieht aus, wie wenn Sie irgendwie einen Tag, wenn Sie einige Stunden im Wasser lagen und dann geht die Haut eben noch mehr kaputt. Wenn Sie mit den Händen auf irgendeine Fläche fassen oder, weiß ich nicht, eine Hand schütteln mit Handschuh und sich dann ins Gesicht fassen, nützt Ihnen der ganz beste Handschuh nicht. Also wichtig, Augenbereich, einfach mit den Händen nicht berühren und da nützt auch ein Handschuh nichts. Also was auf der Hand ist, ist auf der Hand und das darf halt nicht ins Gesicht. Handekzeme sind eigentlich, die Haut wird trocken, sie wird schuppig, das sind so die ersten also Merkmale, die man sieht. Daraufhin kommt es meistens zu einer Rötung, zu einer Entzündung und dann geht es immer weiter, das frisst sich dann rein, dann haben sie offene Stellen, es blutet. Es gibt so richtige Ragaden, nennen wir das, das heißt, die Haut bricht auf, gibt so tiefe Verletzungen in der Haut und da müssen sie dann schon zum Hautarzt und brauchen auch Hilfe. Ist es eine Verhaltensänderung, die wichtig ist? Das heißt, vielleicht sich mal in sich zu gehen und zu sagen, dass ich nicht zu häufig mich wasche. Also wirklich mal wirklich zu schauen, wo muss ich denn wirklich machen? Brauche ich denn wirklich das Desinfektionsspray oder die Desinfektionslösung, um mir die Hände zu desinfizieren? Also Verhaltensänderungen. Dann ganz wichtig, ohne eine intensive Pflege schaffen Sie das nicht. Das heißt, wenn Patienten dann sagen, ach, ich habe mich ja zweimal am Tag eingeschmiert, nützt es nichts. Das heißt wirklich die Pflege wirklich 10-mal am Tag. Und wenn es dann ganz schlimm ist, nehmen wir entzündungshemmende Substanzen. Die reichen dann aber meistens 2-mal am Tag aufgetragen, also morgens und abends. Und dann können wir dem Patienten damit auch ganz gut helfen.